Heute treffe ich Judith Hildebrandt, besser bekannt als T7 von Mr. President. 1996 wird die gebürtige Bremerin mit diesem Song zum Weltstar. Doch trotz der unglaublichen Karriere, Platinplatten, Echos, 20 Millionen verkauften Tonträgern und einem Leben auf der Überholspur, im Jahr 2000 verlässt Judith die Erfolgsband. Also du bist einfach ein Geldschein auf zwei Beinen und das kommt halt immer drauf an, was da draufsteht, ne? Wie schwer es war, sich nach der großen Karriere als Popstar wieder ins normale Leben zurückzukämpfen, wie sie beinahe die Freundin von Nick Carter von den Backstreet Boys geworden wäre und wie sie mit ihrem ganz persönlichen Schicksal anderen Frauen Mut machen will, all das verrät mir Judith heute. Im grünen Gürtel rund um Bremen lebt sie mittlerweile, glücklich verheiratet und viel beschäftigt, aber dazu später mehr. Erst einmal stöbern wir bei ihr zu Hause ein bisschen in alten Erinnerungen. Gemeinsam mit ihren Bandkollegen Danny und Lazy war Judith weltweit mit ihrer Musik erfolgreich. Und da trifft man als Popstar schon mal auch andere Popstars. NSYNC. NSYNC, aber da fehlt doch einer. Ja, da fehlt Justin. Justin Timberlake. Da musst du schon ins Bett. Ach nee, ernsthaft jetzt? Nee, ernsthaft jetzt? Ja, der war da ganz klein. Wie alt war der denn da? Ich glaube 15 oder so. Ich habe ihm auch irgendwann mal einen Tamagotchi aus Japan mitgebracht, weil er unbedingt Tamagotchi haben wollte. Nein. Diese kleinen Eier, die früher so hip waren. Ja. Da musste man immer so einen Küken füttern und dann sonst was gestorben. Und das hast du ihm aus Japan mitgebracht? Das habe ich aus Japan mitgebracht, weil es war, in Deutschland war das, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon gab. Auf jeden Fall war es immer ausverkauft und dann habe ich ihm aus Japan eins mitgebracht. Und wenn wir schon mal aus dem Backstage-Bereich plaudern, Judith hat auch noch eine besondere Erinnerung an ein Mitglied von den Backstreet Boys. Die Mutter von Nick Carter, die wollte unbedingt damals, weil die Backstreet Boys waren in Deutschland bekannt und wir schon in Amerika. Und die Mutter meinte unbedingt, ihr Sohn muss in Amerika auch bekannt werden, also kann ich die doch mal mit der verkuppeln. Irgendwann kam die Mutter und sagte, ja, auf einer Party, Nick steht oben, du sollst ihn mal anrufen in seinem Zimmer, die Nummer ist so. Und dann bin ich irgendwie an die Rezeption, hab ihn angerufen und sagte, ja, er müsste mich unbedingt sehen. Und dann bin ich hoch und dann kam er in mein Zimmer und dann sag ich, ja, und was willst du jetzt so? Und man muss dazu wissen, Nick war ja auch jünger als ich. So, dass ich halt dachte, du kleiner Verpickelter, was möchtest du denn von mir? Und dann fing er da an zu erzählen und hat mir irgendwie 1000 Sachen erzählt im Zimmer. Und ich denke immer so, was will er? Und irgendwann sagt er, ja, wir müssen jetzt auch los, unser Tourbus fährt heute über Nacht, darf ich dich jetzt küssen? Und ich so, was? Und er so, ja, darf ich dich jetzt küssen? Ich so, nee. Und dann sag ich, kannst du mir hier auf den Bussi? So. Bereits mit 14 Jahren beginnt Judith ihre Karriere. Neben all den schönen Erinnerungen erzählt sie mir aber auch von den schwierigen Momenten. Ich hatte keine Zeit, ich hatte nie Pubertät. Das gab's nicht. Ich meine, 14 rein arbeiten, da ist nichts mehr mit rumspielen. Meine Mama hat irgendwann mal angerufen und hat gefragt, wo bist du? Und dann habe ich nur gesagt, ich weiß es nicht, Mama, ich muss Englisch reden. Du wirst so überschwemmt mit Zuneigung, weiß was ich was. Und danach gehst du in dein Hotelzimmer und bist alleine. Ich habe viel geweint. Ja, ist echt so. Ja. Also, weil du bist oft, das ist halt so der Punkt, wo ich halt auch mal gesagt habe, man ist echt viel einsam. Mhm. So. Und das war immer was, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr. Judith hat auch aus diesem Grund entschieden, die Karriere als Popstar zu beenden. Eine Entscheidung, die von einem Tag auf den anderen ihr gesamtes Leben verändert hat. Und dann diesen Vollcut und dann war einfach erstmal nichts mehr da. Und auch kein Tagesablauf. Und ich habe ja nie gelernt, mir einen Tagesablauf selber zu strukturieren. Nochmal, der Applaus ist weg. Im Prinzip die Anerkennung, die du darüber bekommst, ist weg. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du bist jung, hast überhaupt gar keine Ahnung, wohin dein Leben noch gehen soll. Also eine komplett voll neue Orientierung. Plus, dass eben so die Menschen eher gehässig drauf reagieren als nett. Also das war schon ein ganz schöner Sturz. Heute ist die 45-Jährige zwar kein Popstar mehr, aber immer noch Vollblutmusikerin. Gemeinsam mit Gitarrist Volkmar präsentiert sie Hits aus den 90ern auf ihre ganz eigene Art. Die beiden Musiker haben sich übrigens nur zufällig kennengelernt und Volkmar hatte erstmal keine Ahnung, mit wem er es überhaupt zu tun hat. Und ich komme halt aus einer Gitarristenecke, Hendrix, Santana und Co. und Blues und Rock. Wie, da war Mr. President nicht auf deiner war Liste. Jetzt so, Mr. President war damals nicht so ganz auf meiner Liste. Mhm. Ja, wir haben uns auf einer Privatparty von einem gemeinsamen Freund kennengelernt und haben dann irgendwie relativ schnell festgestellt, zwei Musiker und dann, Ich dachte, die hat aber eine schöne Stimme. Ne? Also, ja, hat sie, ne? Ja, und mehr kannte ich nicht von Judith. Die beiden sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Trotzdem darf ich heute mal mitsingen. Die Proben laufen allerdings etwas holprig an.
Trotzdem, mein Gesang scheint zu überzeugen und die beiden entscheiden, dass wir es einfach mal mit einer neuen Bandkonstellation versuchen. Die kommen noch nicht mehr raus. Musik ist bis heute eine große Leidenschaft von Judith, privat und auch immer noch auf kleinen Bühnen. Auf einem Spaziergang erzählt mir die gebürtige Bremerin aber auch vom wahrscheinlich schmerzhaftesten Kapitel ihres Lebens. Denn was viele nicht wissen, Judith leidet an Endometriose. Schon bei ihrer ersten Regelblutung hat sie unfassbare Schmerzen. Ich konnte ohne Schmerztabletten, habe ich im Prinzip angefangen zu brechen durch die Schmerzen. Die krankhafte Gewebewucherung der Gebärmutterschleimhaut führt oft zur Unfruchtbarkeit. Das kommt raus, als sich Judith vor 10 Jahren ein Kind wünscht, aber nicht schwanger wird. Dann bin ich in so einem Kinderwunschzentrum und dann war die erste Frage, die gestellt worden ist, irgendwie, haben Sie Regelschmerzen? Und dann habe ich gesagt, ja, und die schon so, und ich so, wieso, ich denke das normal. Dann habe ich gesagt, nee, so ein leichtes Ziepen ist normal, aber so Schmerzen, dass man Schmerztabletten nehmen musste, nicht. Und ich so, okay. Nach insgesamt 5 Operationen hat sich Judith vergangenen Monat dazu entschlossen, sich ihre Gebärmutter komplett entfernen zu lassen. Fast jede 10. Frau leidet unter Endometriose, oft ohne es zu wissen. Um ihnen den gleichen schwierigen Weg zu ersparen, hat Judith sich entschlossen, aufzuklären mit einer Dokumentation über die Krankheit. Dass sie keine eigenen Kinder hat, ist für Judith heute kein Problem mehr. Und was viele nicht wissen, sie hat 3 Stiefsöhne. Einer von ihnen wohnt noch zu Hause. Magnus ist 18, kurz vorm Abitur und hat bereits ein eigenes Business. Er vermietet Hühner. Wir besuchen ihn bei der Arbeit und sprechen ein bisschen über das Leben mit einem Popstar als Stiefmama. Ich kenne nur die Videos von früher, ne? Also die so gedreht von der Bühne und sowas. Mehr kann ich, sonst kenne ich Judith als normalen Mensch, sag ich mal, ne? Nicht als den großen Popstar, das habe ich ja nie erlebt. Und fändest du denn cool, die Videos, die du so von ihr siehst? Ja, ist witzig. Manchmal mit den Haaren und so. Witzig ist ja schon mal besser als peinlich. Ja. Und plötzlich kommst du im Prinzip in so eine Familie und musst dich halt auch um Hausaufgaben wahrscheinlich kümmern. Musst vielleicht Mittagessen kochen. Das war doch für dich auch bestimmt eine krasse Umstellung, oder? Ja, das ist auf jeden Fall erstmal anders. Aber macht Spaß. Also, ja. Und da ich ja keine eigenen Kinder habe, ist das ja, habe ich ja einen Ersatz, ne? Ja, das stimmt. Judith ist also viel beschäftigt mit Familienleben, ihrer Musik und einer weiteren Leidenschaft. Die sympathische Norddeutsche ist nämlich auch zertifizierte Reitlehrerin. Als ehemalige Turnierreiterin hat Judith allerdings beschlossen, anders zu unterrichten. Mein Hauptaugenmerk ist eben in der Tat das Thema, wie denkt ein Pferd, wie tickt ein Pferd, Pferdeerziehung. Also mir ist es halt wichtiger, zu erklären, wie die denken, als jetzt, dass du unbedingt die Hacken richtig hast oder so. Okay. Also ich bin keine normale Dressur- oder Springlehrerin. Also das ist für dich kein Reitsportgerät, sondern das ist für dich ein Lebewesen und genau. Soll Team sein. Genau. Und ich darf ihr besonderes Konzept heute selbst erleben, auf ihrem Pferd L. Wichtig dabei, ich soll mich in die Bewegung des Wallachs einfühlen. Bisschen mehr ran. Ja. Und machst das andere auf, machst wie so ein O-Bein in dem anderen. In dem aha, okay, ja, mache ich. Genau, und dann machst du mal so. Und dann geht er nach links, oder was? Jetzt? Geht er nach links. Soll das so, oder war das jetzt ein Versehen? Nein, das ist jetzt, er will zur Kamera. Also. Auf dem Rücken des Pferdes geht für mich ein besonderer Tag zu Ende. Judith hat uns in ihren Alltag mitgenommen. Wir durften ihre Familie und Freunde kennenlernen. Wir haben viel Spaß gehabt, aber auch ernste Gespräche geführt. Und wir werden uns definitiv wiedersehen. Das ist jetzt aber auch nicht gut für den Rücken. Vom Pferd. Ah! Boah, das war ja echt ganz schön hoch. Ja, was soll ich sagen, mit diesem unglaublich galanten Abgang können wir uns eigentlich nur noch in den Feierabend verabschieden. Das stimmt, ja. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mega Spaß gemacht, heute mal mir auch. Tag einzutauchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ja, auf jeden Fall. Konzert geben. Ja, wie genau, wir haben ja noch was offen. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt gehen wir uns erstmal ein Leckerli abholen, ne, ey? Das war wieder eine Folge Kim kommt rum. Und wenn es euch gefallen hat, dann habe ich jetzt einen richtig guten Tipp für euch. Abonniert doch einfach unseren YouTube-Kanal. Dann könnt ihr wirklich nichts Wichtiges mehr verpassen. Und hey, ihr könnt natürlich auch ein Like und einen Kommentar da lassen. Wir freuen uns auf euch.